Gut, liebe Tarnmobilisten, Gaming-Freunde und Technik-Freaks. Im Zeitalter von Corona nagelt man sich gern mal so das ein oder andere Projekt ans Bein. Und welches das ist, das zeige ich euch nach dem Intro. Also, bleibt dran. Bis gleich. So, Lieben, ihr wollt wissen, welche zwei Projekte das sind? Okay, fangen wir mit Projekt 1 an. Projekt 1 ist der Kühlschrank. Das wisst ihr, wir haben alle Absorberkühlschränke oder die meisten von uns haben Absorberkühlschränke und da hat man so ein bisschen das Problem im Sommer, der will nicht so, wie wir gerne würden. Ne? So, da habt ihr also, wenn die Temperaturen richtig hoch sind, so bei 40 Grad und oder sagen wir mal so ab 35 Grad und mehr, wird es dann echt eklig. Ne? Dann habt ihr mehr einen Backofen da drin, als dass ihr einen Kühlschrank habt. So, und da muss man halt ein bisschen nachhelfen. Das heißt, ihr könnt eigentlich schon, wenn ihr mal drauf achtet, dass A, der Brenner immer schön sauber ist, also dass die Flammen immer schön blau sind, ja, ganz wichtig. Und das Zweite ist dann halt auch der Kamin. Der Kamin, dass der dann auch schön sauber ist, den kann man auch ein bisschen sauber machen und so weiter. Das hilft schon eine ganze Menge. Das hilft wirklich schon eine ganze Menge, denn ihr wisst noch ganz genau, wie ihr euer Wohnmobil gekauft habt, nagelneu. Ja, da hattet ihr hinten auf den Kühlrippen im Kühlschrank, hattet ihr so auf der kleinsten Stufe sogar Eisablagerung. Das liegt daran, weil alles schön sauber war, logischerweise. Ne? So. Und trotzdem kann man da noch ein bisschen nachhelfen. Ne? So. Indem man einfach mehr Luft dem Kumpel gibt, ne? So, und das erreicht man halt mit Ventilatoren, ne? So, ich habe zwei Größen hier, einmal den hier. Ihr seht schon, ich habe ein bisschen nachgearbeitet hier. Oh, das ist von der Heißklebepistole noch was. Okay, so, ich habe hier schon angefangen zu modifizieren, weil die Kabel, die dann hier drin verbaut sind, das glaube ich 014 Quadrat. Das ist nicht die Welt, das ist ein bisschen dicker wie ein Bindfaden und da geht es mir nicht so gut dabei, durch die Vibration und so weiter, dass ich das dann, dass die Verbindung, die Lötverbindung sich dann irgendwann mal löst oder sowas. Also deshalb habe ich jetzt einfach mal einen größeren Querschnitt genommen und alles ist schick. So. Und warum habe ich den großen genommen? Ganz einfach, weil hinten die Abdeckung am Kühlschrank bei uns sind 20 cm. Also ich rede jetzt nicht von Kante zu Kante, sondern ich rede wirklich nur diese Lüftungsschlitze. Ja, diese Lüftungsschlitze sind wirklich 20 cm und da bin ich schon fast der Meinung, dass dieser Junge hier wirklich dahin passen würde. Wenn nicht, dann wird der automatisch zu Projekt 2. Und die zwei Jungs hier, die werden dann zum Projekt 1. Ne? So. Vom Luftdurchsatz sind die Ventilatoren, also die zwei haben genauso viel wie der eine hier. Ne? So. Die laufen dann hier mit 1900 Umdrehungen und haben dann, der eine hat 1900 Umdrehungen und hat dann 26 dB und der große hier hat 27 dB und die beiden haben 246 Kubik Luftdurchsatz und der große hier hat 251 Kubik Luftdurchsatz. Also mit anderen Worten, die sind eigentlich von der Luft her, von dem, was sie da reinfächern oder herausfächern, eigentlich identisch. So, wichtig ist hierbei, dass ihr die Lüfter, wenn ihr die Lüfter einbauen möchtet, dann auf jeden Fall so einbaut, dass die Luft nach außen gedrückt wird. So, es bringt nichts, wenn ihr da hingeht und den Lüfter so einbaut, falsch rum einbaut, dass er die Luft auf den Wärmetauscher bläst. Das bringt nichts. Muss von unten am Wärmetauscher vorbeigehen. Die muss ja auch raus, ne? So, und die warme Luft, die muss ja auch raus. Auf dem Wärmetauscher hinten, da werden mal ganz schnell 100 Grad. Ganz schnell. Ja, und damit die Luft rausgeht, muss sie rausgezogen werden. Anders geht es ja nicht. Sonst bleibt wieder in dem Kasten drin und es wird nicht besser. Im Gegenteil, es wird schlimmer. Wollen wir alle nicht haben. Ne? Also von daher so einbauen, dass die Lüfter nach außen, die Wärme nach außen ziehen. Und wie seht ihr das, dass ein Lüfter die Wärme nach außen zieht? Die haben hinten drauf eine Markierung. Hier sind die Kabel hier dann auf verlötet. Da könnt ihr mal von ausgehen, dass das die Rückseite ist.
von dem ganzen Ding. Und genau hier kommt auch dann der ganze warme Schwall dann daraus. Ja, kommen wir mal zu dem, also wie ich die jetzt einbauen werde, kann ich euch noch nicht sagen. Ich habe eine Idee, ob es was wird, das wird man sehen. Und ich kann es euch auch sagen, wenn nicht, ihr seid sowieso dabei. Ihr seid sowieso beim Einbau dabei. Ich habe eine Idee, und zwar habe ich mir gedacht, ich mache die mit Strapsen, mit Kabelbinder dann auf diese Abdeckung dann fest, auf diesen Plastikstreben von diesen Kühlschlitzen. Und dann könnt ihr da ihren Job machen, wunderbar machen, wenn es geht. Ansonsten muss ich die anders einbauen. Das Problem wird werden, wo kriege ich die Spannung her? Die Spannung her für den Betrieb hier, beziehungsweise ich habe einen elektronischen Schalter dabei, der Thermostat, und der regelt mir dann sowieso, ab wann ich dann anfange oder ab wann der dann anfängt, die Lüfter dann einzuschalten. Ja, genau. Das ist dann Projekt Nummer 1. Also wichtig ist, dass ihr euch merkt, hey, die Lüfter so einbauen, dass er die warme Luft rauszieht. Ne? Das funktioniert ja dann ganz einfach, dass unten, wo der Brenner ist, also ne, saugen die dann die Luft an. Es gibt ja wie so ein Sog, ne, saugen die Luft an und ziehen die dann oben raus, und somit kriegt er halt immer schön kühlere Luft ab, und fängt auch wieder an und macht das, was er soll, nämlich erkühlt. So, kommen wir zum Projekt Nummer 2. Klar, logisch, das seid ihr auch dabei. Wir hatten uns seinerzeit mal überlegt gehabt, eine Klimaanlage aufs Dach montieren zu lassen. Davon sind wir abgekommen. Warum sind wir davon abgekommen? Die Klimaanlage hätte dann in die hintere Dachluke rein, also das Mini-Hege hätte weichen müssen, ja. Und weil 40x40, ja, und wäre dann durch die Klimaanlage ersetzt worden. Hätte aber dann zum Negativen gehabt, dass wir im Winter oder im Herbst, wo es dann sowieso schon trüb wird und dunkler wird, die Tageszeiten und so weiter, die Jahreszeit eh schon dunkler ist, hinten auch dunkel haben. Tagsüber. Und das wollten wir halt eben nicht. Und deshalb haben wir gesagt, okay, nein, Klimaanlage ist wieder abgehakt, das ganze Ding. Obwohl, ich könnte drauf schwören, wenn der Sommer genauso wird, wie sie es vorausgesagt haben, so mit 40 Grad und so weiter, dann sitzen wir da, verdammte Scheiße nochmal, es kommt eine Klimaanlage rein, Mann, könnte ich wetten. So, aber Stand ist es jetzt erstmal keine Klimaanlage mehr. So, und deshalb habe ich gesagt gehabt, okay, dann machen wir das so. Die Jungs hier, beziehungsweise wenn der Lümmel hier in den Kühlschrank nicht reinpasst, weil der hat Prio. Ne? Also wenn der in den Kühlschrank reinpasst, dann wäre ich super glücklich. Dann würde der seinen Job machen und die zwei würden ihren Job finden oben in der Dachluke. Ansonsten kommt der in die Dachluke rein. Ja, und wie werde ich das machen? Also, kommt der da oben rein, dann werde ich mir hier irgendwas dran machen. Hier links und rechts. Ich tue mal das Kabel am besten so rum. Das steht und stört das Kabel nämlich die ganze Zeit so. Mach also hier in die Dinger hier irgendwas links und rechts rein und kann dann, wenn wir dann vor Ort sind, kann ich dann wo die Fliegengage drin läuft, ne, in dem Ding, kann ich das dann einhängen und alles ist gut, alles ist schick. Ja, so braucht man sich auch keine Gedanken machen. Das heißt, wenn man dann fährt, einfach wieder rausmachen, das ganze Ding, irgendwo hin verstauen, alles gut. Was mache ich mit dem Strom? Ja klar, das fragt ihr euch, ja, da muss ja auch Strom hin, logisch. Na? Ich werde dann also praktisch unter dem Rahmen langlaufen, unter dem Rahmen von der Dachluke langlaufen, werde dann hinten über den Schrank gehen, haben unten dann eine wunderbare Stromschiene. Da ist auch ein Spot mit angeklipst, also ihr kennt ja diese Spots, die man dann rausdrehen kann und den ganzen Kram wieder reinmachen kann. Und da werde ich dann dran gehen. Wir haben nämlich hatten wir uns mal solche Spot-Halterungen geholt, weil mir nämlich eine flöten gegangen ist und also kaputt gegangen ist, und dann muss ich zusehen, dass ich irgendwo Ersatz herkriege. Und habe ich nicht nur eine bestellt, habe ich dann gleich einen ganzen Sack voll bestellt. Ne? Ja, gut. Das werde ich dann machen, und da wird dann einer von diesen beiden Möglichkeiten wird dann da oben seinen Job machen.
Ja, die kann man auch schön nachts laufen lassen, braucht nicht viel Strom. Hier sind es, glaube ich, 140 mA, der zieht, was der zieht. Und hier, die sind, glaube ich, ähnlich irgendwie so. Keine Ahnung. Spielt keine Rolle. Die laufen ja sowieso nicht die ganze Nacht, ne? Weil, könnt ihr euch vorstellen, wenn die ganze Nacht dann von oben immer so ein laues Lüftchen runterkommt, irgendwann wird es kühl an den Schultern und dann von daher alles gut. Die laufen ja die ganze Nacht im Kühlschrank. Im Kühlschrank habe ich schon gesagt gehabt, ihr habt es auch, glaube ich, schon gesehen, ich mache ein Thermostat, ein elektronisches Thermostat dazwischen und ich hatte es mal hier schon mal aufgebaut gehabt mit, als Test hier. Das funktioniert sehr gut. Das ist das Ding hier und dieses Thermostat hier und hier ist der Fühler dazu. Der geht bis 150 Grad, also keine Probleme. Und den kann ich hier also einstellen, wahlweise hier ist ein Mäuseklavier, also Tippschalter sind hier und kann ich dann die Temperatur einstellen, wo der einschalten soll. Ne? Also beziehungsweise der schaltet ja dann nicht bei der eingestellten Temperatur ein, der schaltet dann 2 Grad mehr ein. Ne? So, wenn ich also vor Beispiel 30 Grad eingestellt, schaltet er bei 32 Grad ein, kühlt so lange, bis er abschaltet, abschaltet wird er dann bei 28 Grad. Jetzt werdet ihr sagen, ja, aber wenn du den so einstellst, der läuft ja dann die ganze Zeit. Nein, läuft er, dürfte er eigentlich nicht laufen, aus dem einfachen Grund, weil im Kühlschrank der schaltet, die neuen Kühlschränke, die schalten ja ab. Ne, so, das hört ihr dann immer mal so dick, dick, dick und bumm und dann ist er wieder da. Das heißt, er hat zwischendurch mal abgeschaltet. Bedeutet dann aber auch, oben die Rippen von dem Wärmetauscher, die kühlen ab. Demnach wird es auch dann in dem oberen Bereich, im oberen Fenster, halt auch nicht mehr so warm. Ne? Logischerweise müsste dann irgendwann die Zeit kommen, wo der sagt, okay, jetzt habe ich meine Temperatur hier erreicht, die eingestellte Temperatur, und schalte ab. So, peng. Und nachts sowieso. Nachts ist es ja sowieso kühler, dann hat er sowieso keine Probleme. Und tagsüber ist es mir eigentlich vollkommen Latte, weil tagsüber ist die Solar da und die feuert dann sowieso immer nach, dann können die 20 Ampere ziehen, das ist mir egal. Ja, so, tun sie ja nicht, aber ist egal. So, ja, wie gesagt, ihr seid beim Einbau dabei und wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, hat es euch gefallen, gebt mir beide Daumen nach oben und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Mein Kanal ist neu aus dem Studio Hessen. Mein Name ist Stefan, ich sage immer noch Cheerio, bye bye, bis zum nächsten Mal, tschüssli.